Okay, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Nightmare in Dreamland. Wir sind hier angelangt bei Welt 6 beim letzten Mal. Haben wir einen Boss besiegt von Welt 5 und wir machen jetzt hier weiter. Komm, oh, was zur Hölle. Ich renne da nur ein bisschen durch. Okay, ich will dieses... Ja, danke. Und hier oben ist wieder ein Geheimgang, das sieht man doch. Überall, wo schwarz ist, ist ein Geheimgang. Und dann nehmen wir gerne diese Fähigkeit. Ich weiß nicht, was die bringen wird, aber ich denke, was gut... Oh mein Gott, das war fies. Den habe ich nicht... Oh mein Gott, nicht sterben. Den habe ich nicht gesehen. Oh, ich hätte gerne die Steinfähigkeit behalten. Okay, gehen wir. Was soll? Oh mein Gott, das war auch fies. Ich hätte das nicht sehen können. Ja, das ist so arschig. Dieses Spiel ist arschig. Ich sterbe nur, weil ich irgendwie... Weil irgendwie alles überraschend kommt. Das ist irgendwie voll fies. Okay, gehen wir mal in die Mitte rein. Und... Oh ja, seht ihr, hier bräuchte man die Steinfähigkeit. Habe ich doch gesagt, die braucht man irgendwo. Gehen wir rüber raus. Haben wir ein bisschen was übersprungen. Ich glaube, ich nehme die Sprungfähigkeit hier. Dann können wir hier hochspringen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und ins Ziel. Nee, das war nicht das Ziel. Ich mache das, glaube ich, so. Arschloch. Dann nehme ich halt dich. Und, boah, die habe ich nicht so wirklich gezeigt, die Tornado-Fähigkeit. Das kann ich ja jetzt machen. Ich glaube, da kann man auch... Ja, da kann man auch durch die Steinchen durch. Und, oh, ich wollte nicht die Maxi-Tomate kaputt machen. Oh, Mann. Gehen wir hier raus. Und stirbt. Nein, da, da, da. Ah, seht ihr, wenn man Tornado ist, ist man eigentlich unverwundbar. Danke, das war echt nett, dass du die Tornado-Fähigkeit aufgehört hast, als da der Waddle Dee kam. Okay. Oh Mann, ich bin so schlecht. Jetzt habe ich den Inferno-Typi kaputt gemacht. Da war nämlich einer. Man kann auch hier unten durchgehen, oder? Dann ist man eigentlich geheilt. Und ja, man muss das nicht zerstören, man kann da auch unten rein. Das finde ich irgendwie lustig. Und zwei, schon wieder zwei. Ich mache das mit Absicht, ich sag's euch, um Zeit zu sparen. Okay, weiter geht's. Irgendwie kriege ich keine Geheimnisse mehr, aber mir ist das eigentlich ziemlich egal. Ich will nur die Levels durchspielen. Ich habe mich jetzt da definitiv entschieden. Ich suche jetzt nicht jeden Level nach dem Schalter ab. Das habe ich einmal gemacht vielleicht. Aber das geht zu lange, wenn ich da irgendwie noch suchen muss. Okay. Oh mein Gott, das war fies. Oh Mann, seht ihr dieses Spiel? Das ist so fies, die ganze Zeit. Okay, aber oh, das ist ein bisschen komische Boss-Kamera, weil eigentlich wird der Raum fixiert mit der Kamera. Hallo. Nein, aua. So. Oh, wieso springst du rüber, Arschloch? Komm her, komm her. Komm her. Und stirb. Oh, stirb doch, Mann. So, danke. Und eine Kokosnuss, werf die nur. So, jetzt bist du tot. Und ich nehme dir deine Fähigkeit. Oh Leute, ich muss kurz niesen. Nee, doch nicht. Oh, nee, doch. Ah, oh. Okay, ich habe genießt. Ah, jetzt muss ich das hier wieder extra editieren. Aber egal. So. Ah, mich juckt gerade irgendwie... Der Himmel, also hinten bei der, im Mund da, der, das oben, das nennt man Himmel, falls ihr das nicht wisst. Das juckt mich gerade, das ist ziemlich nervig. Hallo, ich sterbe gleich wieder. Ach, hallo, konzentrier dich. Wo war ich? Okay, hier oben ist ein Stern. Oh, ich will den. Danke. Wow, und wir holen diesen Flattermann ein. Die ganzen Gegner haben natürlich alle Namen, aber die kann ich mir nicht merken. Ich bin nicht so schlecht. So. Weiter geht's. Ah! Seht ihr? Der kommt einfach von oben runter und so. Ah, ich werde dich jetzt töten. Das ist echt nett. Echt nett. Wirklich. Oh, na, das ist schon wieder. Jetzt wäre ich schon wieder reingefallen. Oh, und der hier auch. Und oh, zack, du stirbst. Und man kann auch zweimal auf... Oh, seht ihr? Jetzt habe ich zwei Kokosnüsse auf einmal. Jetzt ist der Stern so... Wosch! Und der fliegt durch alles durch. Wenn man zwei Gegner auf einmal eingesammelt hat. Und oh, das war knapp. Dann fliegt der Stern durch alles durch, den man ausspuckt. Und wusch. Level 4. Oh, ich kriege irgendwie keine Geheimnisse, aber naja. Ist mir eigentlich wurscht. See, jetzt fliegt er durch. Oh ja, schade. Habe ich jetzt nicht zeigen können. Okay, was ist hier unten? Stirb. Hier unten ist ein blauer Frosch. Ich glaube hier... Nee, doch, da ist nichts. Hallo. So, dadurch. Und dadurch, und dadurch... ich hab dich gegessen. Jetzt habe ich, glaube ich, das Leben da unten freigeschaltet, oder?
Aber das kann ich ja nicht. Da muss ich den Beam haben, oder? Oh Mann, ey! Ich sterbe hier die ganze Zeit. Okay. Ja, seht ihr, muss den Beam haben. Hallo. So, unten. Rein. Oh, 3 Leben. Oh mein Gott, guckt euch das an. Das ist echt. Oh. Das sieht man nicht alle Tage, 3 Leben so auf einmal. Und zack. Ich mag den Beam. Ich finde den irgendwie cool. Habe ich den schon gezeigt? Mit dieser knisternden Lichtpeitsche knipse ich allen das Licht aus. Das war ja klar. Oh Gott. Ich kann einfach nicht ruhig bleiben und irgendwie warten, bis so ein Stachi weggeht. Und hoch, hoch. Und aua! Oh mein Gott, der hat mich fast getroffen. Ich glaube, da muss man ziemlich nahe sein an dieser Bombe. Um da irgendwie das zu kriegen. Okay, ich habe jetzt Schirm gekriegt, obwohl das ein Waddle-Dee war. Waddle-Doo oder Waddle-Dee. Halt das eine Typi mit Auge. Habe ich jetzt trotzdem Schirm gekriegt. Was? Das sollte mich nicht treffen. Ich hatte doch die Schirmfähigkeit. Und Schirm hat dann treffen einem die Kokosnüsse nicht, wenn die auf den Schirm fallen. Seht ihr? Ah, ich glaube, die. Oh ja, der ist nicht auf dem Schirm. Der muss auf dem Schirm. Oh, hallo, ich sterb gleich wieder. Okay, hier kann man, glaube ich, einfach durchrennen. Oh, wenn man nicht wartet und irgendwie Vögel auf einen zufliegen. Und hier ist schon das Levelende. Oh Mann, ey, es wäre echt nett, wenn man Levelende immer aufgeladen kriegt, die Energie. Aber das schenken die einem nicht. Ich glaube, dann wäre das Spiel auch viel zu einfach. Was es auch sonst schon ist. Und ich krieg nur mal hier das Geheimnis. Und jetzt sind wir halt beim Eis-Dings hier irgendwie angekommen. Was zur Hölle, wieder hat er mich getroffen? Ich habe den doch eingesaugt. Das ist echt unfair. Okay. Ich glaube, ich hole mir so eine Eskimo-Fähigkeit. Habe ich die eigentlich schon gezeigt? Ich glaube nicht. Halt! Komm mir nicht zu nahe, sonst wirst du schockgefroren. Ich mach Packeis aus dir. Ja, komm, ich mach Packeis aus dir. Arschloch. Und aus dir auch. Okay, halt, ich will. Oh, ich rutsche voll. Das ist ja klar, wenn das Eis ist. Okay, ich weiß, glaube ich, wo hier die. Das Geheime ist. Das ist hier oben irgendwo, oder? Oder hier rechts oben. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, oh mein Gott. Ja, gehen wir einfach weiter. Er hat die ganze Zeit getroffen. Und die sterben, wenn sie das Wasser berühren. Da können Wassergegner können im Wasser leben, aber sonst niemand. Hallo, ich möchte dich gerne schlucken. Okay, ich kann dich auch sonst töten. Ich glaube, hier ist wieder eine Kanone. Ich glaube wirklich, dass hier eine. Ja, doch. Doch, ich glaube, das ist hier. Nee, doch nicht. Doch, seht ihr, da ist die Kanone. Und hier ist ein einfaches Leben. Ich habe irgendwie Lust, die Kanone zu machen. Darum gehe ich jetzt zurück und hole mir den Feuergegner da. Und ihr stirbt. Nein! Mann, das war echt unfair. Ich konnte da nicht ausweichen. Ugh. Hallo! Ich sterbe gleich wieder. Nein, nein, nein. Komm her, komm her, komm her. Oh Gott. Danke, dass der nicht aus dem Bildschirm rausgeht. Ich fliege jetzt einfach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, da oben wären keine Gegner. Oh, das war voll unfair. Ich hasse das. Dieses Spiel ist gar nicht einfach. Ich sag's euch, es ist gar nicht einfach. Ich vergesse, was ich gesagt habe vorhin. Es ist nicht einfach. So, du stirbst und du stirbst und ich will hier durch. Hallo. So, schnell hier hoch. Schnell hier hoch. Ich glaube, man hat genug Zeit. Ja, ja, komm. Was soll, da muss ich noch runter. Oh mein Gott, das war knapp. Ich sag nur, oh, du hast genug Zeit, aber es war ziemlich knapp. Okay, hier ist der Schalter. Und der macht das hier auf. Gut. Wo ich eh nicht reingehen werde. Können wir weiter. Und das ist schon das Levelende. Okay. Gut. Ja. Leute, ich denke, das hier ist wieder genug Material für einen Part. Würde ich sagen. Oder machen wir noch. Ja, machen wir noch ein Level. Komm, ich bin nicht so. Wir machen noch ein Level. Und Lichtkneipse, Beam, zack. Irgendwie rutscht man noch, wenn man hier auf dem Eis den Beam einsetzt. Oh, hallo. So. Was ist hier unten? Hier unten war doch was. Ah, da kommt man nur mit so einem Hammer oder so rein. Oh, toll. Jetzt immer, wenn man die Fähigkeit nicht hat. Das ist das Nervige dran an den Geheimnissen hier. Man muss. Oh, hallo. Oh, wie fies. Man muss hier die Fähigkeit haben. Oh, verdammt, jetzt, wo ich ein UFO hätte gehabt. Ich würde gerne ein UFO haben, das wäre echt nett. Hallo. Nein, ich will das UFO. Danke. Du stirb. So. Jetzt habe ich wieder die UFO-Fähigkeit.
Ufos sind ziemlich scheiße. Die kommen einfach so auf einen zu. Das sind so Gegner, die auf einen zu rammen. So Kamikaze-Gegner. Okay, ein Maxi-Blitzer, sage ich nicht. Nein. Jetzt ein bisschen hier hoch und weiter. Wo gehen wir hin? Ich gehe, glaube ich, nach unten. Ich habe irgendwie das Gefühl, unten ist besser. Nein, das war es nicht. Und seht ihr mal, wie viel das abzieht. Habt ihr gesehen, wie viel das abzieht, der vollgeladene Laser? Ja, der zieht ziemlich viel ab. Und du stirbst auch. Gehen wir hier weiter. Du bist besiegt. Ich will dich nicht weiter quälen. So. Geh weg. So. Ich geh jetzt einfach hier oben durch. Ich will nur noch das Level hier fertig machen, weil... Ich hab genug. So. Ja, wenn eine Fähigkeit, also so ein Stern von der Fähigkeit ins Wasser gelangt, dann ist das eigentlich verloren. Also dann ist die Fähigkeit weg. Und hier ist schon wieder so ein Bossraum. Wenn wir von denen... Oh, hallo, du blödes Viech. Kann ich dich von hier... Nee, ich kann dich nicht von hier aus einsaugen. Aber von hier. Und dich kann ich auch von hier einsaugen. Von hier aus einsaugen. Red deutlich. Hallo. Nein. Ich möchte dich gerne schlucken. Danke. Und ich möchte dich... Oh mein Gott, der ist wieder bei mir gespawnt. Und dich esse ich. Und das... Oh, das schaltet das Ziel frei. Das ist mir auch recht. Und drücke... Auf meinem Controller ist es eigentlich eine 3. Okay. Wir haben Level 6 gemacht und... Oh, der Bossgegner. Werde ich den hier machen? Passt der noch rein? Ja, komm, der passt noch rein. Oh, schnapp's dir! Und es ist dieser Typ. Der Typ, der immer in den Bossräumen die Gegner hat. Dingsies fallen lassen, machen lassen. Ich mag diesen Bosskampf, das ist Meta Knight, falls ihr den nicht kennt. Und das ist echt cool. Ich meine, wenn man hier getroffen wird, man verliert die Fähigkeit nicht. Das mag ich irgendwie in diesem Kampf. Nein, du hast mich getroffen. Oh, super. Okay, oh komm, das machen wir jetzt noch fertig. Ich habe es angefangen, aber mit voller Energie ist er ziemlich... Also, wenn man nicht volle Energie hat, dann ist es ziemlich schwer mit dem. Hallo, jetzt wurde ich schon getroffen. Ich mag es, wenn man so hinter ihm springt und dann so sich drehen und ihn so angreift. Das mag ich irgendwie. Seht ihr so? Ich habe ihn gleich besiegt. So, zack, seht ihr? Man kann es auch mit 2, 3 Energie schaffen. So, komm, jetzt kann ich hier, zack, das hier nehmen und dann können wir den Part hier beenden. Part hier beenden. Und ihr springt schön umeinander herum. Das ist echt nett von euch. So, Aurora Allee. Ich glaube, das ist... Oh, das hier ist die letzte Welt, oder? Oh, jetzt habe ich das Ding nicht gezeigt, verdammt. Na, ich glaube... Nee, doch, das hier ist... Es hat nur 7 Welten, okay. Leute, dann werden wir beim nächsten Mal hier die Aurora-Welt machen. Aurora Allee. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, schauen. Tschüss.